Im Jahr 1977 erschütterten ungewöhnliche Ereignisse die kleine brasilianische Insel Colares im Bundesstaat Pará im Amazonasgebiet. Diese Geschichte, die von mysteriösen Lichtern, körperlichen Angriffen und einer militärischen Untersuchung geprägt ist, zählt zu den unheimlichsten und seltsamsten UFO-Fällen weltweit und gilt als Musterbeispiel für das sogenannte Phänomen der High Strangeness. Der Fall Colares lässt sich kaum rational erklären und wirft bis heute Fragen auf, die sowohl Skeptiker als auch Forscher in Atem halten. Im Spätsommer 1977 berichteten immer mehr Bewohner der abgelegenen Insel Colares von hellen Lichtern am Nachthimmel, die sich in seltsamen Mustern bewegten und auf Menschen zusteuerten. Diese Lichter, die die Bewohner bald Chupa Chupa nannten, tauchten meist bei Einbruch der Dunkelheit auf und schwebten bedrohlich über Häusern, Flüssen und Waldflächen. Die Zeugen beschrieben sie als helle, oft runde oder kugelförmige Objekte, die scheinbar willkürlich durch den Himmel schossen oder leise über dem Boden schwebten. Doch was als rätselhafte Lichterscheinung begann, entwickelte sich bald zu einem weitreichenden Phänomen, das die gesamte Insel in Angst und Schrecken versetzte. Berichte über körperliche Beschwerden und Verletzungen im Zusammenhang mit diesen Lichtern häuften sich. Die Bewohner von Colares waren verängstigt und trauten sich nachts nicht mehr aus dem Haus, aus Angst, von diesen Lichtern angegriffen zu werden. Das wirklich Unheimliche an den Chupa Chupa-Lichtern war, dass die Erscheinungen laut Augenzeugen gezielte Strahlen auf Menschen richteten. Die Berichte beschrieben, wie die Lichter sich in einem bestimmten Abstand positionierten und einen dünnen, gebündelten Strahl absonderten, der die betroffenen Personen verbrennen und schwächen würde. Die Symptome reichten von Schwäche und Schwindel über Kopfschmerzen bis hin zu kleinen Verbrennungen auf der Haut. Besonders schockierend war der ungeklärte Blutverlust bei vielen der Opfer. Einige behaupteten auch, dass der Lichtstrahl sie an einer bestimmten Stelle getroffen und einen kleinen Punkt hinterlassen hätte, aus dem das Blut floss. Das medizinische Personal der Region berichtete ebenfalls von diesen Symptomen und gab an, dass die Patienten teilweise blass und schwach waren, wie nach einem Blutverlust, und dass einige der Verletzungen wie kleine Verbrennungen aussahen. Die Ärzte und Krankenschwestern, die die Fälle untersuchten, konnten sich die Symptome und Verletzungen jedoch nicht erklären. Schon bald war das Phänomen so weit verbreitet, dass die Bewohner in Massen die Insel verließen und Zuflucht bei Verwandten in benachbarten Regionen suchten. Die Verzweiflung der Bevölkerung blieb auch der Regierung nicht verborgen. In Reaktion auf die zunehmende Panik und die zahlreichen Berichte wurde im September 1977 das brasilianische Militär mit einer offiziellen Untersuchung des Phänomens beauftragt. Die Operation wurde unter dem Namen Projekt Prato, Operation Teller, bekannt und von Colonel Hollanda geleitet, einem angesehenen Offizier der Luftwaffe. Während der Operation begaben sich Militärangehörige in die Region und beobachteten das Geschehen aus nächster Nähe. Laut Berichten des Militärs und späteren Aussagen von Colonel Hollanda sahen die Soldaten während der Mission tatsächlich seltsame Lichter, die sich in unnatürlichen Mustern bewegten, schwebten oder gar Formationen bildeten. Die Beamten dokumentierten zahlreiche Sichtungen und Aufnahmen von den Lichtern. Es wurden über 500 Fotos gemacht und auch Videomaterial existiert. Einige dieser Fotos zeigten leuchtende, unbekannte Objekte, die über die Wälder und das Wasser schwebten. Bilder, die bis heute nicht vollständig öffentlich zugänglich sind. Colonel Hollanda blieb nach dem Abschluss des Projekts zunächst im Stillen. Doch 1997, 20 Jahre nach den Ereignissen, entschied er sich zu einem Interview, das weltweit für Aufsehen sorgen sollte.
In einem Gespräch mit der brasilianischen Zeitschrift Revista UFO bestätigt der Holländer, dass er und seine Männer während der Operation zahlreiche UFOs gesehen hätten. Er beschrieb, wie die Lichter in Gruppen auftauchten und oft wie Suchende agierten, die den Boden absuchten. Holländer bestätigte zudem, dass seine Männer teilweise große Angst hatten und oft unruhig oder gar panisch wurden, wenn die Lichter in der Nähe erschienen. Das vielleicht schockierendste Detail von Holländers Bericht war seine Aussage, dass das brasilianische Militär die Vorfälle dokumentiert und zahlreiche Berichte gesammelt habe, die jedoch unter Verschluss gehalten würden. Kurz nach diesem Interview wurde Holländer jedoch unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Offiziell hieß es, er habe Selbstmord begangen, aber die Umstände seines Todes sind bis heute umstritten und werfen die Frage auf, ob seine Offenheit ihm zum Verhängnis wurde. Interessanterweise zogen die Ereignisse von Colares auch die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und UFO-Forschern aus aller Welt auf sich. Einige Forscher, darunter auch bekannte UFO-Forscher aus den Vereinigten Staaten, versuchten die Berichte der Einwohner zu überprüfen und die physischen Spuren zu dokumentieren. Die medizinischen Berichte bestätigten teilweise die körperlichen Symptome wie Schwäche, Schwindel und Hautverbrennungen bei den Betroffenen, ohne jedoch eine Erklärung dafür zu finden. Darüber hinaus berichteten einige Forscher von seltsamen magnetischen Anomalien in der Region und einem erhöhten Aufkommen von elektromagnetischen Störungen, die sogar Geräte außer Funktion setzten. Diese Hinweise ließen vermuten, dass die Lichter möglicherweise mit einer Art elektromagnetischer oder unbekannter technologischer Energie arbeiteten. Bis heute sind die Ereignisse von Colares ungeklärt und lassen viel Spielraum für Spekulationen und Hypothesen. Einige Forscher sind überzeugt, dass es sich bei den Chupa Chupa-Lichtern um unbekannte, möglicherweise außerirdische Technologien handelt, die die Menschen absichtlich untersuchten oder gar angriffen. Andere Hypothesen besagen, dass das brasilianische Militär selbst in geheime Technologien verwickelt war, die möglicherweise Fehlfunktionen hatten oder versehentlich auf die Zivilbevölkerung einwirkten. Diese Erklärungen bleiben jedoch spekulativ und keine offizielle Behörde hat bisher eine vollständige Erklärung abgegeben. Die Theorie, dass es sich um außerirdische Besucher handeln könnte, wird vor allem durch das Verhalten der Lichter gestützt, die in vielen Fällen regelrecht nach Menschen suchten. Ebenso spricht die gezielte Anwendung von Strahlen gegen eine zufällige, natürliche Lichtquelle. In den Berichten tauchen zudem Elemente auf, die in vielen anderen UFO-Fällen beschrieben werden, wie zum Beispiel das gezielte Verhalten und die scheinbare Intelligenz der Phänomene. Der Fall Colares hatte nicht nur direkte Auswirkungen auf die betroffene Insel und ihre Bewohner, sondern beeinflusste auch das gesamte Land und die UFO-Forschung weltweit. Die Berichte der Einwohner und die Tatsache, dass das brasilianische Militär eine offizielle Untersuchung anordnete, zeigen, wie ernst die Vorfälle genommen wurden. Die Ereignisse von Colares wurden in der UFO-Forschung als bahnbrechend angesehen und werden bis heute als Beispiel für die möglichen physischen Gefahren durch UFO-Phänomene herangezogen. In Brasilien wurde die Operation Prato nie vollständig freigegeben und viele der Dokumente und Berichte sind bis heute verschollen oder unter Verschluss. Das Rätsel um die Chupa Chupa-Lichter bleibt ungelöst. Doch die Ereignisse haben eine bleibende Erinnerung und eine tief sitzende Furcht bei den Bewohnern von Colares hinterlassen. Die Ereignisse von Colares stehen als eindrucksvolles Beispiel für einen High-Strangeness-Fall, in dem physische Effekte, Zeugenberichte, medizinische Symptome und eine offizielle militärische Untersuchung eine komplexe und beunruhigende Geschichte erzählen. Dieser Fall lässt sich definitiv nicht einfach als gewöhnliche UFO-Sichtung abtun. Für viele ist er ein Beweis dafür, dass das UFO-Phänomen reale, unbekannte und möglicherweise gefährliche Kräfte beinhaltet, die auf die Menschen einwirken können.